Hallo Freunde, willkommen zu Prinz NFL und auch herzlich willkommen zur ersten Woche der 2001-Saison der NFL. Wir haben den 9. September und sind zu Hause bei den Vikings in deren Metrodome. Gegner sind heute die Carolina Panthers. Die Vikings waren in der letzten Saison NFC Central Champions, sind aber im NFC Championship Game gnadenlos 41-0 gegen die Giants untergegangen. Super Bowl 35 haben dann die Baltimore Ravens gewonnen. Carolina haben die NFC West als Dritter abgeschlossen. Und nun aber zum Kickoff, ausgeführt von den Vikings durch Mitch Berger. Der hat bestimmt schon seine Snickers an der Sideline im Schuh. Oh, der Ball geht weit. Wer nimmt den Kick auf? Steve Smith an der 7. Third-Round-Pick, Rookie aus Utah. Der Mann ist schnell. Finde ich gut, dass Scott O'Brien genug Mut hat, den aufzustellen. Vorbei an Matt Snyder mit der 44. Was macht der Running Back nur auf dem Feld? Der war die letzten zwei Jahre in Green Bay schon erfolglos. Smith an der 50 vorbei. Schaut sich noch einmal um. Er ist schon an allen vorbei. Carter, Rookie aus Minnesota, guckt auch nicht. Die 20, die 10 und Touchdown! Unglaublich! Smiths erste Ballberührung in der NFL. Dann ein Kickoff-Return im ersten Spiel der Saison. Steve Smith mit der 89. Hier nochmal, der erste Haken, am Blick sieht man es schon, der weiß es schon. Steve Smith, merkt euch den Namen, der Mann wird Karriere machen. Hallo Freunde, willkommen zu Prinz NFL, 14 Jahre später und wir sehen den Cotton Bowl 2015. Vielen Dank und ich weiß, ich habe mich gut gehalten. Bayer führt mit 34-21 und wir sind an Michigans 18. Snap an QB Patty, Hand auf an Chuck Linwood, die O-Line hält und somit ein Yard Verlust. Patty baut den Angriff wieder auf. Was passiert hier? Oh, Adrides und Phil Montgomery gehen ab. Head Coach und Offense Coordinator. Kurzer Step und sofort der Pass auf Mitkommen. Der Mann ist ungedeckt und geht durch. Geiles Riesenbaby. 400 Pfund wiegt der Mann und geht einfach so durch. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Was ist hier passiert? Wir sehen, 6 Mann sind in der O-Line. 5 innere Linemen und McGovern links. 2 Spieler stehen noch links weit von ihm, aber im Backfield. Somit ist McGovern empfangsberechtigt, weil er am Ende der Line of Scrimmage steht und die Nummer 80 trägt. Normalerweise trägt er die 60. McGovern ist in dem Moment ein Tight End, der QB direkt hinter dem Snapper. Die beiden sind aber um eine Position versetzt. Die Mitte der O-Line ist eigentlich ein Spieler weiter rechts. Trickspielzug nennt man Tackle Illegible Play. Mit dem Snap bewegt sich die O-Line nach rechts. Der QB genauso. Er hat eine Speed-Option, damit zieht er die Defense nach rechts. McGovern läuft eine Skinny-Post und ist eigentlich schon durch. Untouched, untouched. 400 Pfund wiegt der Mann. Was soll man da machen? Selbst wenn jemand den geblockt hätte, der wäre weitergelaufen. Zum Schluss vielleicht noch, für das, was ich gerade erzählt habe, musste ich im Vorfeld natürlich auch ein bisschen recherchieren. Aber ich denke, dieselben Hausaufgaben müsst ihr auch immer machen. Außerdem sind mir ein paar Ungenauigkeiten passiert, aber ich denke, auch das passiert im Eifer des Gefechts. Deswegen habe ich es einfach so drin gelassen. Hallo RAN NFL, mein Name ist Christian Prinz, 40 Jahre aus Osnabrück und ich arbeite in einem Ingenieurbüro für Maschinenbau. Ich habe das hier abgeschickt, frei nach dem Motto mittendrin statt nur dabei. Ich denke, für den Job braucht man Begeisterungsfähigkeit und auch ein bisschen Fachwissen. Ich habe gerade die Schiedsrichter-E-Lizenzprüfung bestanden und bin schon seit Jahren Fan. Jetzt werde ich erstmal einfach auf eure Resonanz warten und ich habe Bock, Ickes Haare zu wuschen.